Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Feuerwehrkameraden und Innen, liebe Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Fackelberg, ich, der Brandlober Muxenszeichens, erster Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Fackelberg, der vielleicht zur diesjährigen Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Fackelberg recht herzlich begrüßen. Es freut mich, dass alle voll sind. Voll da sind! Voll da sind! Und ich kann sehen, dass wir betrinkfähig sind, beschlussfähig sind. Liebe Feuerwehrkameraden und Ihnen, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 1 der heutigen Generalversammlung. Totengedenken. Ich bitte die hier anwesenden Mitglieder aufzustehen. Im letzten Vereinsjahr sind von uns gegangen, die Radieserl von unten schauen an. Unser erster Vorstand, der Biersack Werner. Unser Warndreieck-Beauftragter und Alp in die Mittelsackel aufbeißer, der Schüssel Schoß. Unser Sirenenputzer und Quotenkanister-Schädel, der Wladislav Przeczajczowicz. Und der Mann, der mir mit dem Feuerzeug einen Spritstand im Benzinkanister kontrolliert hat. Unser Dorfmetzger, der Ramfl Willi. Silizium! Kennt ihr euch wieder hier, okay, danke schön. Ja, da ist dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2. Prost. Ah, danke schön. Tagesordnungspunkt 3. Neuwahl des Vorstandes. Ja, liebe Mitglieder der Fackelfeier Bürgerwehr. Ich hab's jetzt alle mitgekriegt. Unser erster Vorstand, der Werner, ist leider bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Bei einem Verkehrsunfall in Thailand. Unter der Meiling. Ja. Wir haben noch gesagt, Werner, haben gesagt, Werner, so, du bist 59, meine Linie ist 16, da blasst du das schon noch. Gut, hat er gesagt, ich muss nicht da blasen, sondern sie. Ja, jetzt lacht er nicht mehr. Ja. Nein, ich muss sagen, es war eine schöne Leiche. War ein bisschen feucht. Ja. Es hat nicht geringt, aber. Ja. Nein, war ein bisschen feucht. Und wenn ich kann nichts dafür, kann nichts dafür, weil die Leute so geschimpft haben. Ja, wenn wir draußen gestanden sind am Grab, der Bürgermeister hat gerade geschwampelt, dann auf einmal geht da die Sirene. Ja, ich bin auch so erschrocken, mir waren fast Zigaretten ins Bierflaschen reingefallen, so bin ich erschrocken. Gut, es war blöd, ich habe dann gesagt, alle Mann zum Einsatz und es stimmt, mir hätte man Werner im Sarg da lassen sollen. Das war blöd. Aber wir haben ihn eh gleich wieder gebracht. Nein, es war Fehlalarm. Und das hat er dann bloß 3 Stunden gedauert. Und dann haben wir nicht wieder ein paar, gut, also ein Fehlalarm, das zieht sich bei uns schon, wenn wir da mal beim Watterer hinten noch. Gell, und ja, ich hab Maschine auf den gehabt, ein bisschen Polymax, und der Erwin war gackeln, und das zieht sich. Gell? Aber dann haben wir nicht wieder gebracht. Wir haben ihn nicht wieder gebracht. Nein, weil die Leute dann geschimpft haben, wir hätten auch keinen Kranz niedergelegt. Freilich haben wir keinen Kranz niedergelegt. Das ist ja unser Vorstand, der Werner. Ich gesagt, wir wollen ja dem Vorstand ein gescheites Geschenk machen zum Abschluss, doch keinen Kranz. Und wir haben ihm dann ins Grab einen Feuerlöscher reingeworfen. Nein, weil wir gesagt haben, da wo der Werner hingeht, da braucht er ihn. So ist es nicht sein. Ich kann mich ja noch erinnern an seine letzte Rede, die er gehalten hat, wenn wir die neue Pumpen geweiht haben. Das war so schön. Wie er gesagt hat, unsere neue Pumpen möge sein wie die alten Jungfrauen im Dorf. Allzeit bereit, aber jeder ist froh, wenn er es nicht anlangen muss. Liebe Silizium, liebe Kameraden und Innen, deswegen suchen wir heute einen neuen Vorstand. Geh kurz vorweg, der muss 2 Eigenschaften haben. Erstens, er muss stark am Krug sein. Und zweitens, es darf kein Weiber sein.
Der Rest ist uns scheißegal. Okay? Ich weiß nicht, haben vielleicht Freiwillige da, wo das Amt des Vorstandes von Fackelberg machen werden? Schaut's denn aus? Da, hä? Die? Die meine ich? Ja, schüttel die oder was? Hä? Die meine ich? Wie heißt du? Franz. Ja, Franz? Ein guter alter burischer Name. Franz, meinst du im Vorstand von Fackelberg machen? Wunderbar. Okay? Dann da, ja, das kriegen wir gleich. Ist doch nur langsam, gell? Ja, jetzt halt, halt du, hast du, ja, du hast anscheinend daheim nichts zu sagen, weil du aber Goschen aufhast, hä, die ganze Zeit. Franz, wer ist für den Franz als Vorstand? Hand in Tee? Gegenstimmen, Enthaltungen, interessieren mich nicht. Franz, ich gratuliere zum ersten Vorstand, Applaus! Franz, du weißt ja, wie das ist, gell? Bei uns als Vorstand, wenn man gewählt wird, dann muss man auswürfeln, ob man Wirtshausrunden zahlt oder nicht. Nein, aber das wird fair gemacht, also er darf würfeln. Jede Zahl von 1 bis 5 muss er Runden zahlen und beim 6er darfst du nochmal würfeln. Gell? Ja gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Tagesordnungspunkt 4, Prost. Dankeschön! Ha! Jetzt soll ich schon was aus dir lassen. Das war fast ein Löffel von mir gegangen, du. Meine sehr geschehrten Damen und Herren, Tagesordnungspunkt 5, Vorstands- und Kommandantenbericht. Ja, der Franz, der kennt sich ja noch nicht aus, was bei uns los ist in der Feuerwehr, gell? Und unser alter Vorstand wurde ja von der Meiling ins Grab geblasen. Deswegen werde ich jetzt schnell dem seinen Schmarrn da verzeihen, gell? Also, liebe Feuerwehrkameraden, wir haben im letzten Jahr, im letzten Feuerwehrvereinsjahr, haben wir 104 Ausschusssitzungen abgehalten. Ja, das sind 2 pro Woche, gell? Nein, ein paar Leute gibt es, die sagen, ja, 2 pro Woche hat es ja narrisch, aber wir haben es anders probiert, aber 3 sind zu viel. Jetzt ist es wirklich zu viel. Nein, weil ein paar Leute sagen, ihr könnt eigentlich jeden Tag Ausschusssitzung halten, ihr sauft jeden Tag im Wirtshaus. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ab und zu saufen wir daheim. Dann weißt du, wo ich frage, warum ich so sauf? Ich saufe so, dass ich meine Alte vergiss. Weil sie saufen, 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 dann komme ich heim und dann sieg ich es doppelt. Ja, in diesen 104 Ausschusssitzungen wurden pro Mann 4 halbe getrunken in der Stunde und diverse Themen diskutiert. Zum einen natürlich die Beschaffung eines zweiten Löschfahrzeuges. Gell, unser Opel Blitz war ja 68er, zahlt's nicht mehr recht. Gell, hat da Kreisbrand gemacht, kaufen wir ein Tanklöschfahrzeug mit CO2-Löscher. Hab ich gesagt, nein, Tanklöschfahrzeug will ich nicht, weil wann brennt schon mal ein Tank? Und ein CO2-Löscher ist ein Chaos, weil CO2 brennt ja gar nicht, habe ich gesagt. Aber grundsätzlich war ein zweites Fahrzeug gut, weil dann kann man unseren Opel Blitz für Fehlalarme hier nehmen. Gell? Möchte ich gleich, was die Alarme betrifft, übergehen zum Kommandantenbericht. Wir haben im letzten Jahr 4 Einsätze gehabt und 2 Übungen. Die eine Übung war für ein Stockschützenturnier. Und die andere für ein Schafkopfturnier. Wir haben 2-mal verloren. Nächstes Mal üben wir 4-mal. Ja, bei den 4 Einsätzen, davon waren 2 in der Nacht. Und da muss ich sagen, das gefällt mir besonders. Weil so Einsätze in der Nacht, also eine Feier in der Nacht, die schaut viel besser aus wie am Tag. Gell? Und aus der Maschine ist in der Nacht, wenn die Leute aber so halb angezogen kommen. Gell? Das ist so schön. Der Louis ist letztes Mal gekommen. Mit dem Radl ist er gekommen. Weißt du, unter ihm da, Gummistiefel und der Pumpelader vergessen. Und da hat sich einen Truthahn aus sich gehauen, die sagt, stell dir vor, die zieht den Speichen rein, wie es den wirft. Ja, leck mich aber. Ja, wie es den wirft. Ich meine, wir wissen ja, wie es den Truthahn ausschaut. Wissen wir ja. Das wissen wir. Hat er letztes Mal wieder für das Feuerwehrauto ausgebisselt. Unter der Einsatzfahrt hat er ausgebisselt, oder müssen. Gell, mit Lalü gefahren. Lala geht doch nicht mehr. Gell, jetzt bisselt der für Feuerwehrauto aus. Ich meine, erstens mal, es hat einer gekriegt, das sag ich euch, der Pfui Teufel. Und dann, der,
der Truthahn an der Scheibe wie ein Fensterleder. Blablabla. Der Putz, das war ein Geräusch, das möchte ich nicht wiedergeben, gell? Friedhof. Zwackelt uns, ich sag's euch. Friedhof. Gut, auf der anderen Seite, bei dem Einsatz da in der Nacht, da war uns der Erwin fast verreckt. Der war uns fast verreckt. Ja, das haben wir nicht gewusst, haben wir das nicht gewusst. Das haben wir nicht gewusst. Gell, das bei Hochwasser in einem Garten, wo ein Schwimmingpool ist, der Schwimmingpool gar nicht mehr sichtbar ist. Das haben wir nicht gewusst. Und der Erwin geht voraus, gell? Schaut in den Himmel auf, weil er gesoffen hat. Auf einmal, zack! War er fort! Wir haben noch gesagt, Kruzifix, der Erwin, gehst du noch gar nicht schwimmen können, heute taucht er schon 5 Minuten, du! Aber wir haben alle viel gefeiert, alle viel. Er packt einiges, gell? Er verdruckt einiges. Ich meine, Gott sei Dank haben sie die Bewohner vor uns noch in Sicherheit gebracht. Tagesordnungspunkt 6. Prost. Franz, darf er da schnell in den Schuss einschmeißen? Das ist frei. Komm immer. Tagesordnungspunkt 9. Termine. Termine. Heute 7 haben wir. Bei 7 haben wir. Kassenbericht. Ah, den Scheiß müssen wir auch noch schnell verzeihen. Das hilft eh nicht. Ja, da müssen wir es gut verzeihen. Also, in unserer Schwarzbierkasse haben wir einen Bestand von 13.186 Mark und 40 Pfennig. Auf unserem Konto der Raiffeisenbank Fackelberg lagern 112 Mark und ein Zehnerl. Ich möchte mich da gleich bei allen für die letzte Spendenaktion bedanken, für die neue Winterjacken. Hat uns gefreut, dass wir die Winterjacken so viel Geld zusammenkommen. Vergeht es gut. Nein, wirklich, ein paar Leute haben gesagt, wir hätten das Geld versucht. Das stimmt nicht. Wir haben uns lediglich einen Cognac davon gekauft. Nein, weil wir mir gesagt haben, das wärmste Jäckchen ist das Cognacchen. Gut, ein paar Investitionen müssen wir natürlich noch machen. Auf der einen Seite, wir brauchen ein neues 2-Meter-Funkgerät, das kaufen wir. Gut, ein 4-Meter-Funkgerät kaufen wir nicht, da kommt keiner hin, haben wir gesagt. Gell? Ja gut, der Pfarrer wollte einen 100er spenden, haben gesagt, kaufen wir noch 2 Weihwasserstrahlen, dann gibt er auch Ruhe. Gell? Ja, und jetzt werden sie kommen, sie wollen Pipser, Pipser, Funkmeldeempfänger. Nein, im Fackelberg gibt es keine Pipser. Wenn es im Fackelberg pipst, dann fährt der Bierlaster rückwärts und sonst nichts. Das habe ich gesagt, gell? So schaut's aus. So schaut's aus. Mein Lieber, zur Erreichung. Und jetzt ist der Erwin noch gekommen, der Erwin, die besoffene Sau. Er möchte einen Rückfahrmelder für einen Opel Blitz. Sag ich, Erwin, wir haben kein Geld. Wir haben noch die Billigvarianten gekauft. Wir haben ein Schorskissen gekauft. Das haben wir ihm hinten ans Feuerwehrauto nicht gepappt. Jetzt baut er bloß noch rückwärts vom Biss gekracht. Dann ist er dran. Gell? Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 8. Prost. Ja, wie viele Tagesordnungspunkte haben wir mir noch? Hä? Termine. Liebe Kameraden und Ihnen. Kommenden Mittwoch ist Brandschutzwoche. Der letzte Slogan war, ja, stellt euch vor, es brennt und keiner kommt. Wir haben den für uns in Fackelberg ein bisschen umgebaut. Bei uns heißt der folgendermaßen, stellt euch vor, es brennt und dann kommen wir. Und möchte ja gleich noch auf die nächste Übung hinweisen. Übernächsten Sonntag ist Übung. Und zwar um 7. Wenn es um 7 ringt, ist Übung um 11. Wenn es um 11 auch ringt, ist Übung doch schon um 7. Liebe Kameraden und Ihnen, ich möchte mich vor euch recht herzlich verabscheuen. Und ich schließe diese Versammlung mit unserem Leitspruch. Wir haben die längsten Schleich, die größten Hupen, wir können am weitesten spritzen und wir holen die Muschi vom Bamm. Für euch!